Hallo und herzlich willkommen hier bei Technikobst. Ich möchte euch heute erklären oder beziehungsweise einfach mal so einen kurzen Einblick geben und euch zeigen, wie man mit Keynote, dem Pendant zu PowerPoint, ein Intro für einen Film oder eine Videoreihe wie zum Beispiel Blitztipp erstellen kann. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Warum Keynote ist eine Präsentations-App? Wieso kann ich damit Intros erstellen und so weiter und so fort? Aber Keynote hat ja auch viele Funktionen, die man so eher in iMovie oder so findet. Und damit kann man wundervoll arbeiten und Intros erstellen. Und ich möchte euch heute zeigen, anhand des Beispiels für Blitztipp, wie man so ein Intro erstellen kann. Das hier ist schon mal die Projektdatei, die ich dazu erstellt habe. Das ist mein fertiges Intro, natürlich ohne Soundeffekte. Die müsst ihr dann mit einem anderen Programm, wie zum Beispiel iMovie oder vielleicht auch ScreenFlow, damit mache ich es gerne auch, dann den Sound später nachträglich drüber legen. Wir gehen jetzt aber hier mal rein, schauen uns die erste Folie an. Insgesamt haben wir nur drei Folien und es ist auch wirklich kurz erstellt. Das ganze Intro sind ja auch nur 3, 4 Sekunden. Wie gesagt, haben wir hier drei Folien. Einen, da steht Technikobst, auf der anderen steht Blitztipp. Und dann hier noch diesen schwarzen Hintergrund. Das Intro, das zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. Das fertige Intro sieht dann so aus. Wir haben also im Grunde drei verschiedene Effekte. Wir haben zum einen diesen Schreibmaschineffekt. Das heißt, wir sehen, die einzelnen Buchstaben werden getippt. Natürlich habe ich dazu noch im Internet dann einen Sound passend gesucht. Wir haben diesen Effekt hier, das ist so ein Anagramm-Effekt, nennt sich der. Sprich, aus den vorhandenen Buchstaben wird ein neues Wort gebildet. Und wir haben dieses TV-Out, das heißt, dass wir mit so einer, ich weiß gerade nicht den Namen, sehen wir gleich, das sozusagen schwarz auszoomen. Ja, die drei Sachen haben wir. So, ich habe jetzt hier einfach eine weiße, beziehungsweise ich glaube, es ist nicht ganz weiß, oder wobei, doch, ich glaube, es ist weiß, hier einen weißen Hintergrund genommen. Sprich also, wir machen das Ganze einfach mal von komplett vorne, gehen hier mal neu aus Themenauswahl und wenn ihr Keynote startet, zum Beispiel sieht das Ganze so aus. Ihr nehmt einfach hier eine weiße, zack, zack, und habt dann dieses hier. Jetzt geben wir hier einfach mal, ich habe erstmal die beiden gelöscht, was eigentlich ein bisschen umständlich ist und habe dann hier zum Beispiel Technikobst eingegeben. So, dann können wir hier mit Command-T noch das Schriftmenü auf. Rufen. Wir könnten aber auch hier in Informationen und unter hier Text das Ganze auch machen. Ich mache es aber gerne hier mit. Könnten dann hier den Text ein bisschen vergrößern, machen ihn mal so auf 100, vielleicht auch 120. So, dann können wir ihn hier nehmen und haben hier diese Hilfslinien. So, das Ganze ist schön mittig. Das haben wir. Dann dupliziere ich gerne mal hier die Folie. So, und dann ändere ich den Text hier auf der zweiten Folie zu Blitztipp. So. Das haben wir schon mal. Jetzt können wir als erstes hier mal auf der Folie 1 Technikobst auswählen und diesen ersten Effekt, dieses Schreibmaschinen-Style hervorrufen. Dazu gehen wir hier in das Informationsfenster und haben dann hier zum einen für die Folie die Übergänge und zum anderen für Animationen. Die beiden muss man klar unterscheiden. Animation bezieht sich immer auf Objekte, die auf Folien liegen, beziehungsweise während Übergänge immer von Folie zu Folie sind. Wir nehmen jetzt hier eine Animation, wählen den Technikobst-Text hier aus und klicken auf Aufbau. Das ist hier ganz links. Wir haben nämlich eine Animation für den Aufbau, für den Abbau oder bei einer Aktion, sprich, wenn man klickt oder so, wäre das theoretisch gedacht. Wir nehmen jetzt hier Aufbau und schauen hier unten und finden hier unten den Effekt Schreibmaschine. Da sehen wir hier kurze Vorschau, so wird das Ganze aussehen. Gefällt uns gut. Wir können die Richtung vorwärts, rückwärts, aus der Mitte, von den Kanten oder Zufall wählen. Was ist denn von den Kanten? Ach so. Ja, dann alles gleichzeitig, absatzweise, so und so weiter und so fort. Also, falls ihr da auch noch mehr habt. Ich habe jetzt vorwärts gemacht, Dauer eine Sekunde. Wobei das mit der Dauer, das seht ihr später noch, hat im Grunde jetzt keinen Effekt. Wir könnten auch einen anderen Aufbau wählen. Wir könnten, was ich hier, Rauschen nehmen. Dann haben wir so ein Randrauschen. Ihr könnt euch einfach, wie gesagt, hier einfach mal die durchgucken. Ich habe mich hier in dem Fall für die Schreibmaschine entschieden. So, dann brauchen wir jetzt einen Übergang. Das heißt, wir gehen hier von den Animationen rüber zu den Übergängen und wählen jetzt einen Übergang von Folie 1, die wir aktiviert haben, zu Folie 2. Dazu gehen wir hier auf Effekte und da habe ich den Anagramm-Effekt genommen. Und ihr seht schon hier in der Vorschau, dann wird ganz einfach aus Technikobst Blitztipp erstellt. Wir können das Ganze auch noch geradlinig oder bogenförmig machen. Ich fand geradlinig ganz schön. Und
hier durchklicken oder automatisch, das ist auch sowas, das könnt ihr hier, wenn es um Intro geht, weglassen. Gut, dann haben wir im Grunde schon zwei von drei Sachen gemacht. Wir haben jetzt, wenn wir uns das anschauen, wir haben jetzt Technoops, das wird schreibmaschinenmäßig eingestellt. Ich mache mir hier kurz eine Wiedergabe. Das heißt, ich muss jetzt die Aktion durch Klicken hervorrufen. Momentan haben wir einen weißen Hintergrund. Technoops erscheint durch Klicken mit Schreibmaschine. Dann durch weiteres Klicken haben wir das Anagramm. Jetzt fehlt nur noch dieses Auszoomen mit dem schwarzen Hintergrund. Und das ist auch ein Übergang zu einer anderen Folie. Das heißt, ich habe jetzt hier eine neue gemacht, habe die beiden hier erstmal gelöscht. So, und dann habe ich einen schwarzen Hintergrund einfach genommen. Und dazu müssen wir hier mal ganz kurz mal überlegen, wo haben wir denn hier Folie? Das müsste eigentlich doch hier gewesen sein. Dum, 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 dum. Übrigens auch noch wichtig ist hier auf der im ersten Dokumenteinstellung die Foliengröße zu wählen. Ich habe hier Full HD genommen. Da das für meine Filme natürlich praktisch ist, weil entweder sind sie in Full HD oder niedriger und da kann ich auch natürlich die Full HD Auflösung nehmen und habe immer so gute Qualität. Ihr könnt aber auch eine eigene Foliengröße festlegen oder hier zum Beispiel nur HD Ready 720p und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir einmal kurz suchen, wo wir hier den Hintergrund ändern konnten. Das war. Ach so, ich glaube, das war ganz einfach. Da haben wir nämlich hier, nee, jetzt bin ich kurz am Überlegen. Neu aus Themenauswahl und schwarz, nee. Aber so können wir es auch machen. Wir kopieren das Ganze, fügen das hier ein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie wir den schwarzen Hintergrund kriegen, aber so geht es zum Beispiel auch. Auch einer der Tricks, immer Umwege finden. Es gibt nicht nur einen Weg zum Ziel. So, und jetzt haben wir hier den schwarzen Hintergrund und möchten jetzt wieder von Folie 2 zu Folie 3 einen Übergang haben. Und dann gehen wir hier auf Übergänge. Also Folie und dann haben wir Übergänge und dann können wir hier auswählen, ich glaube es war Blende, nee, Blende war es nicht, Irisblende, ja, Irisblende und dann kehren wir das um nach innen und dann haben wir so ein typisches, wenn man alte Fernseher ausschaltet, dieses Zoom. Und das fand ich sehr, sehr cool und wenn wir uns jetzt mal die Wiedergabe starten, das ist jetzt hier ab Folie 2, dann sehen wir das, zack, haben wir das Ganze. Das ist jetzt noch theoretisch ein bisschen langsam für meinen Geschmack. Jetzt könnte man hier die Irisblende nochmal reduzieren hier auf 0,5, zack. Und schon ist das Ganze ein bisschen schneller. Und ja, dann passt das auch schon. Das war es dann im Grunde. Der letzte Trick, der jetzt noch folgt, ist das Bereitstellen bzw. das Exportieren in dem Sinne. Wir gehen hier oben auf Bereitstellen, wählen Exportieren aus und müssen hier nämlich QuickTime auswählen. Wir können das Ganze nämlich als PowerPoint, PDF, Bilder, HTML, Website oder für den iPod bereitstellen. Wir machen das Ganze hier aber als QuickTime-Movie, klicken hier auf festes Zeitverhalten, ist auch ganz wichtig, weil bei manueller Vorführung, das würde vielleicht auch gehen, wenn ihr es dann noch in iMovie oder so einfügt, dabei habe ich nie ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Ich mache immer gerne festes Zeitverhalten, wobei mit manueller Vorführung müsste es auch gehen. Wir wählen aber hier mal festes Zeitverhalten und dann haben wir nämlich hier die Möglichkeit, Dauer pro Folie festzulegen. Das ist im Grunde piepschnurz egal. Hauptsache, ihr macht es nicht zu kurz, denn den Rest könnt ihr ja zur Not halt wegschneiden, rausschneiden, das ist kein Problem. Und nur die Animationsdauer, die ist hier wichtig, die müsst ihr nämlich dann bei allen, wenn ihr mit festem Zeitverhalten das Ganze macht, für alle sozusagen generell festlegen. Ich habe das hier auf eine Sekunde gesetzt und ohne Wiederholung. Wenn ihr manuelle Vorführung macht, müsst ihr theoretisch die Animationsdauer so sein, wie ihr sie hier während der Animation sozusagen, die ihr erstellt habt, festgelegt habt. Das, wie gesagt, habe ich leider nie ausprobiert. Dann nehmen wir natürlich höchste Qualität hier auf groß oder wir können hier auch auf eigene gehen, die Größe festlegen hier Full HD, könnt noch weitere Einstellungen hier nehmen, welchen Codec wir haben möchten, welche Qualität und so weiter und so fort. Wie ihr das richtig kennt vom Exportieren hier, muss ich nochmal reingehen. Zack. Und Audio einbeziehen könnten wir auch machen, nur ich finde es immer schwer, die Audiodateien bei Keynote so zu legen, dass sie zeitlich perfekt passen. Deswegen habe ich das immer mit einem anderen Programm gemacht, habe hier also Audio einbeziehen kann ruhig weg. Transparent einbeziehen ist wichtig, wenn ihr PNG-Dateien habt, die ihr da eingefügt habt, zum Beispiel irgendwelche PNG-Bilddateien, dann müsst ihr das auf jeden Fall machen. Ansonsten klicken wir hier auf Weiter, wir legen noch einen Speicherort fest. So. Und ja, dann wird das Ganze exportiert
Und schon habt ihr eine QuickTime-Datei, die ihr in iMovie oder sonstiges Schnittprogramm einfügen könnt. Dann legt ihr noch den Sound drüber, schneidet ein bisschen noch zurecht, falls es euch zu lang sein sollte oder dergleichen. Und schon habt ihr ein wunderbares erstelltes Intro mit Keynote. Das war es soweit von diesem Info-Knips, Quick-Tipp, Blitz-Tipp, was auch immer Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und für alle, die Keynote besitzen, da geht es, wie gesagt, wunderbar. Ganze könnte man theoretisch auch mit der iOS-App von Keynote machen. Ich weiß nur nicht, inwieweit man da exportieren kann, weil ich sie selber nicht besitze. Wahrscheinlich kann man nämlich nicht als QuickTime exportieren, müsste es dann wiederum auf einen Mac öffnen, die exportierte Keynote-Datei und das dann wieder als QuickTime. Also klingt zu kompliziert. Hier habt ihr es für einen Mac, da geht es auf jeden Fall. Ansonsten war es das jetzt von dem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, abonnieren nicht vergessen, Twitter, Facebook folgen für alle Informationen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.